So, du fängst an. Ich soll was sagen. Ich erwidere dann nur. Wieso erwiderst du? Ja, du bist der Gastgeber. Du bist aber der Begrüßer. Ja, ich bin der Begrüßer vom Gastgeber. Du hast administratorische Fähigkeiten. Ach so, das ist, ich soll das dann tun. So, dann leg mal los. Ja, super, super. Mal Ruhe, eine Sekunde. Hallo, ihr Lieben. Und tschüss. Nein. Und tschüss, noch nicht. Ihr lieben Outdoor-Freunde, ich finde es klasse, dass ihr es alle hierher geschafft habt. Einige mit wahnsinnig weiten Anfahrten, um hier mal den Helmut von der Janker Filmschmiede, so muss man einfach mal sagen. Nee, fang nicht mehr von vorne. Habe ich einen Sprung in der Platte. Déjà-vu. Nee, da musst du jetzt durch. Hast du den Text vergessen jetzt? Ich habe keinen Text vergessen, alles gut. Ich habe alles vergessen. Soll ich sie nochmal notieren? Nein, geht noch. Okay. Also, wer ist noch von den weiten Anfahrten dabei? Wir haben dann hier noch den Olli aus Hamburg. Also alles wirklich schon fast Tagesreisen. Den Volker, der auch weit unterwegs war. Zwei Tage unterwegs. Mit der Dackeldroschke. Ja, der Anfahrtskönig quasi, wenn man so will. Also das ist schon immens, finde ich total klasse. Ja, ich grüße trotzdem alle, ich wollte schon sagen Zurückgebliebenen, nein, Daheimgebliebenen. Besonders die Ute und den Willem, weil die Ute aus beruflichen Gründen hat das jetzt hier nicht hinhauen, obwohl sie das vorhatte. Schönen Gruß nach Hamburg an euch. Auf jeden Fall. Und ich soll dich grüßen. Ganz von wem? Von der Ute. Sie hat mich beauftragt, bitte, bitte, grüß alle ganz lieb von mir, was ich jetzt sollst hier mit getan habe. Sollst du mich nicht auch küssen? Mit Zunge? Nein. So, und... Ansonsten ist alles wie letztes Jahr. Da drin ist zu trinken. Ihr könnt das nehmen, ihr könnt es trinken. Ihr könnt dann was ins Schwein werfen oder ihr lasst es bleiben. Das bleibt euch überlassen. Ja. Der Roman ist übrigens der, der immer einen Tag zu spät kommt. Im letzten Video kann man das ja verfolgen. Da haben wir da schon drüber gesprochen. Immer. Liegt das an deiner Frau? Die lässt dich nur eine Nacht draus lang. Nee, ich habe ein Holzbein. Das schleift so langsam mit die Autobahn. Ich habe so Holzwurmmittel. Das könnte man mal da. Ach, dann werde ich das mal tun. Ach ja, und noch was. Ich sollte noch jemanden grüßen. Also nicht meine Tante aus Neu-Isenburg, sondern... ganz klar, den Dirk Kunze, den soll ich auf jeden Fall grüßen, habe ich ihm versprochen. Wer ist denn das? Der Dirk Kunze. Dirk Kunze wird gegrüßt. Ja, du kennst ihn, als Radfahrer, genau. Hallo dir. Natürlich, der Dirk Kunze wird gegrüßt und natürlich alle radelnden Outdoorer dazu, die es heute hierhin leider nicht geschafft haben. Ja, ich radel ja nicht, deshalb kenne ich den Dirk Kunze noch nicht, doch so heimlich. Ich gucke mal. Heimlich. Ich gucke mal. Machst du das? Ich gucke nach Dirk Kunze und dann schreibe ich dir mal einen Kommentar. Dann fährst du mal Rad. Nee, das mache ich nicht. Schade, das ist nur zu viel Berge hier oben. So, dann habt Spaß. Unterhaltet euch auch mal mit dem Roman. Es wäre nett, wenn er es macht. Ja, ich weiß, das fällt einem schwer, aber macht's bitte. Der Betreuer von dir kommt ja auch gleich und dann können wir ja zusammen was machen. Ja, vielleicht so ein pädagogischer. Er hat schon bei der Anfahrt nicht gesprochen. Ja, er musste seinen Text auswendig lernen. Ja, ja, richtig, ja. So. Dann saß da die ganze Zeit am Land. Ich habe gebetet, so wie du gefahren bist. So, ansonsten fühlt euch wie zu Hause. Vergesst aber nicht, dass ihr Gäste seid.